Ja, flieht ihr nach unten. Was ist mehr war hier nicht eine? Ah doch, ja, da. Da ist die Vogelstatue. Und alle der Vogel. Korrekt. Ins Wolkenmeer reisen. Ja, bitte. Beam me up, Scotty. Scotty. Scotty darf nur. Und willkommen im Bazaar. Ja. Heute geht's shoppen mit Rakete. Guck, ja. Der Typ da am Tisch freut sich auch schon. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Ja, Pfeffer ist genau wunderbar. Das, was diese Episode braucht. Schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Das ist immer gut. Was Gordon Ramsay dazu sagen würde. Ich hoffe, es schmeckt besser, als wie es soll. Hast du schon mal nachts hier im Wolkenhaut unterwegs? Das ist so einiges anders als tagsüber. Wenn du unseren Itemhändler nachts in seinem Haus besuchst, kauft er dir zum Beispiel deine Schätze. Was? Daruk? Das ist zwar gefährlicher als tagsüber, aber für einen Ritterschüler sollte das doch kein Problem sein. Ja. Nicht vergessen. Leg dich ins Bett, wenn du den Wolkenhaut bei Nacht erleben willst. Oh. Alles klar. Ist das ein Angebot, Freundchen? Haben wir schon, alter Mann. Willst du nicht? So, was kauft mir denn Schönes ein? Oh mein Gott, ist das ein Metallschild? Warte mal. Ich kaufe erstmal den Holzschild, ja. Weil den Holzschild. Das Metallschild wäre gerade nicht so gut wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem, oh mein Gott, ist das ein Metallschild? 50 Rubine. Ja, damit. 10% oder so. Besitz. Marginal quasi. Ja, richtig. Aha, ihr seid einfach wundervoll, wenn ihr ja mein bester Kunde. Ja, dein einziger Kunde. Ich verstaue das Item in eurer Tasche. Wenn der Herr einige Items bist, du erst ausrüsten. Drückt hier für mich. Minus eure Tasche. Zu öffnen und anschließend das gewünschte Item aus. Der Typ, Alter, der macht mich so fertig. Ja, der macht einen richtig fertig. Sind also unsere Nüsse leer? Deko-Kerne? Das ist tatsächlich ein Metallschild. Das ist natürlich, ja, also ein Eisenschild. Dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Ah. Selbst Lohnern das Feuer kann diesen Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriff. Oh, zur türischen Nacht. Soll die dich in Nacht nehmen. 100 Rubine. Was? Geh weg, Junge. Guck nicht so dumm. Ja, aber das war doch nichts. Schau dich doch einfach einen anderen Artikel aus meinem Sortiment an, ja? Halt die Fresse. Geh weg. Guck dir da auch. Traurig ist, ne? Den Deko-Kerne. Kauf jetzt einfach mal 10 Deko-Kerne. Ja. Kostet ja nix. Kostet ja nicht die Welt. Ah, kostet ja nix. Finden wir in jeder normalen Truhe. Eine Schatztruhe. Kleine. Kernige Angelegenheit. Ja. Jawoll. So. Dann gucken wir doch mal, was wir hier pimpen können. Ja. Willkommen in der Werkstatt. Willkommen in der Tune-Werkstatt. Hier kannst du dein Schild tiefer legen lassen. Alles klar. Oh, wir können die Windhose gar nicht verbessern lassen. Aber den Käfer. Oh, Bienenlarven. Schade. Flink. Mhm. Aha. Und das AOE-Ding für die Zwille können wir wahrscheinlich auch nicht holen. Nee, ich glaube nicht. Oh, finster Halbmond. Aber Glibber hätten wir genug. Bienenlarven und Eidechsen. Da brauchen wir den Goldschädel für. Ja.
Dann machen wir doch mal eine Monsterklaue. Wir brauchen irgendwie mehr Monsterklauen. Müssen wir mal holen. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, wo man die kriegt. Ja, das sind von Fledermäusen. Hm. Kein Problem, mach das mal. Okay! Okay! Dann leg mal los. Jetzt darfst du auch mal ein Schild zerlegen. Ah, nicht auf Holz klopfen, mein Freund, nicht? Ja. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Immer. Jetzt muss er noch ein hübsches Spinner ans Schild bauen. Jetzt haben wir den harten Holzschild. Der harte Holzschild. In unserer Hose. Mhm. Wenn ich noch ein anderes hätte, würde ich verbessern soll. Ja, jetzt machen wir mal den Volleichenschild. Was passiert? Was brauchen wir denn? Wüstengras. Zwei Monster. Ach, Wüstengras können wir aber auch holen. Jetzt lass mal, wollen wir noch. Was denn? Wollen wir noch das Schmetterlingsnetz holen? Ah, Heresie. Weißt du, wie man das bekommt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Verdammt, okay. Okay, wir können das natürlich in der Special. Aber das machen, ist ja gar kein Shopping. Ja. Ja, doch, Terry ist ein Ladenbesitzer. Ja. Streng genommen ist es Shopping. Also. Warte, aber wollen wir nochmal Wasser? Nein, nicht nochmal zu diesem. Ach, nicht nochmal zu diesem Vogel. Aber er hat so seine sanften Augen. Sanften Augen für den Arsch. Okay, dann gehen wir jetzt zu unserem Dealer Terry. Yo. Terry Crews? Nein, warte. Was? Nicht der. Nee? Nee. Was musst du sagen? Warte mal, du hast irgendwas zu sagen. Ich will ein Schmetterlingsnetz. Wie komme ich nur in Terrys Laden? Aha. Irgendwie bei Terry shoppen. Soll man das irgendwie nachts machen? Ich weiß es nicht. Also nachts können wir die Items verticken, hat er gesagt. Unsere krassen Sachen. Ja. Der andere Typ nicht irgendwann mal gesagt, dass hier irgendwo eine Glocke sein soll? Eine Glocke? Ja. Da oben auf der Schule, auf dem Eingang ist eine Glocke. Wo? Da, rechts rum. Rechts um. Große Glocke rechts. Wo? Ist links. Also hochklettern. Okay, ich kletter hier mal hoch. Kletter mal hoch. Guck mal, da rechts, da rechts, 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 rechts. Hochgucken. Da fliegt rum. Siehst du? Da hängt eine Glocke drunter. Ah, alles klar. Lass den fangen gehen. Ja. Den kriegen wir, den machen wir fertig. Den kriegen wir, den. Nicht den. Wo ist er hin? So. Eieieiei. Aber wo ist er hin jetzt? Da. Wo? Oh. Da. Guckst genau drauf. Oh ja. Ich bin blind heute. Jetzt kann man mit dem Käfer anschießen, oder? Stimmt. Oh, schneller! Gib Gummi! Los! Go, go, Mega Kapitärimon! Du bist doch schon gepimpt. Jetzt zeig, was deine Mega-Entwicklung kann. Ultra. Ultra Digitation. Ultra Digitation, ja! Go, 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 go! Ja, es zählt sogar! Dingelingeling! Schnell ein Seil! Schnell! Lauf, Link, schnell, lauf! Schnell! Es geht wieder hoch! Nein, doch nicht! Krass. Lass das jetzt nicht los. Sowas gibt's nur in Bonus-Episoden, Leute. Ich würde sagen, der hat uns an der Angel. Oh ja. Oh. Ich glaube, das ist ein Absprungplattform. Ja. Mit seinem Vogel mit Rufen. Das wäre cool. Vermute ich mal. Also. Das wäre ganz schön cool. Boah. Alter, was ist das für ein krasser Laden? Terrys Laden. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was dein Herz begehrt. Sieh dich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern nach etwas kaufen würdest. Das kriegen wir hin. Guck mal, gibst du direkt ein Herzteil? Eine Taschenvergrößerung? Ein Herzcontainer. Und Container? Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn du sie bloß bei dir trägst. Und wie der Name schon sagt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Haha, probier's einfach selbst aus. Gib sie dir für 800 Rubine. Sorry, ich hab keine 800 Rubine. Müssen wir unsere Geldtasche doch nochmal ein bisschen pimpen. Aber ja. Hier links ist so ein Itembeutel, das wäre, glaube ich, ganz geil. Eine überaus praktische Zusatzgeld. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Ja. Ist das nicht großartig? Du willst sie doch bestimmt, oder? Für nur 100 Rubine. Alter, die kaufen wir doch, oder? Ja, wenn wir die voll haben, können wir uns dieses Herzteil holen. Ja. Also dieses Herzmedaillon. Geil. Und du weißt, wie schnell wir Rubine voll kriegen. Ja. Rubine kriegen wir ruckzuck voll. Tada!
Diesen Kauf kannst du nicht bereuen. Wollen wir noch die Tasche holen? Ja. Oh, wieso kannst du ein Item mehr bei dir tragen? Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du das? Sie kostet nur 300 Rubine. Okay, warte, ich will das Schmetterlingsnetz. Oh, okay. Können wir die Leute in der normalen Episode, die das hier nicht gucken, überraschen? Oh, du interessierst dich also für das Schmetterlingsnetz? Damit kannst du Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist zudem auch noch sehr nützlich. 50 Rubine ist doch ein fairer Preis. Würdest du dich der auch? Billig. Und wie hat so ein Schild gekostet? Ja. Du hast das Schmetterlingsnetz erhalten. Fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Jawohl. Alles klar. Das war doch was, Leute. Noch fest an die Pedale zu treten. Alles klar. Dann war die Shopping-Tour mit Rakete komplett erfolgreich. Das war ein super Shopping-Event. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir auf jeden Fall hatten Spaß. Dann speichern wir den ganzen Kram ab. So viel Krempel gekauft haben. Korrekt. Alles klar. Und dann sehen wir uns bald wieder bei der regulären Episode. Vielen Dank für diese wundervolle, für eure Zeit bei dieser Special-Episode. Ja. Dann heißt es wieder Dungeon Party. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.